vergrößern, verkleinern. Alen Halilovic soll sich bis Anfang Juli einen neuen Verein suchen. Urheberrecht Getty Images. Der Hamburger SV drängt bei Alen Halilovic auf eine Entscheidung. Der Kroate bekommt Sonderurlaub, um sich einen neuen Verein zu suchen. Die Tage von Alen Halilovic beim Hamburger SV sind gezählt, doch noch steht der 22-Jährige bis 2020 beim Bundesliga-Absteiger unter Vertrag. Ein Abnehmer ist für den einst beim FC Barcelona als neuen Lionel Messi betitelten Offensivspieler allerdings noch nicht in Sicht. Wie die Bild berichtet, macht der HSV nun Druck. Demnach einigte sich HSV-Sportvorstand Ralf Becker bei einem Treffen mit Halilovic-Beratern auf eine Frist bis zum 2. Juli. Bis dahin bekommt Halilovic eine Urlaubsverlängerung, in dieser Zeit soll er einen neuen Verein suchen. Interessenten gibt es angeblich in Spanien. 2016 wechselte der Kroate für 5 Millionen Euro Ablöse von Barca zum HSV. Punkt. In der vergangenen Saison war Halilovic an UD Las Palmas ausgeliehen, doch nach dem Abstieg aus La Liga konnte der Klub die vereinbarte Kaufoption nicht stemmen.